Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Lebenslangbox von Viva. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lebenslang von Viva, das Ganze am 1. Mai erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das Debütalbum der Band Viva, das Album Lebenslang. Wir werden mal die Folie abmachen und dann schauen wir uns das Ganze an. So, einmal hier unten an der Schweißnaht einstechen und dann können wir hier wunderbar das Ganze öffnen. So. Gut, das ist die Box. Wir haben hier einmal die Band abgebildet, die einzelnen Bandmitglieder hier in schwarz-weiß auf rotem Boden. Hier oben lesen wir rot und weiß Viva Lebenslang. Hier auch nochmal Albumtitel plus Band. Unten ist das Ganze rot. Auf der rechten Seite wieder schwarz und weiß, oben rot. Und auf der Rückseite lesen wir Lebenslang Fanbox. Diese Box enthält Digipack, also das Album, Fahne, Aufkleber, Hosenkette mit Patch, MP3-Downloadkarte und handsignierte Autogrammkarte. All diese Boxinhalte haben wir hier auch nochmal veranschaulicht. So sehen die aus. Darunter die Beteiligten, einen Barcode, das Ganze erschienen über Rookies und Kings. Und dann schauen wir mal hinein. Hier oben lässt sich das Ganze öffnen. Die Box an sich etwas dünner, also so eine dünnere Kartonbox, Pappbox. Aber sie ist hier dann innen drin etwas stabiler gestaltet, denn wir haben hier so eine einzelne, so ein Innenleben hier aus Karton, das die Box natürlich auch noch etwas stabiler macht. Und in diesem Karton befindet sich dann der eigentliche Boxinhalt. So, die Box packen wir mal zur Seite. Wir haben hier einmal Luftpolster, damit der Boxinhalt hier nicht so rumfliegt. Dann geht's los. Wir haben hier einen Sticker. Dann haben wir eine Downloadkarte für das Album in digitaler Version. Also wenn ihr das Video seht, werde ich diesen schon eingelöst haben. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Das Album an sich. Diese Schlüsselkette. Und eine Fahne. So, jetzt ist das Ganze leer. Also hier, dieser weiße Karton geht dann wieder zurück in die Box. Und dann schauen wir mal, dass wir die einzelnen Inhalte hier aus der Folie befreien. So, das ist die Fahne. Dann haben wir die Schlüsselkette. Und natürlich das Album. Der Rest kommt hier ohne Folie. Dann holen wir auch noch das Album hier raus. Und dann geht's auch schon los. Also, wir starten immer mit dem Album an sich. Das Album kommt hier in einem Digipack. Das Cover ist ident mit dem von der Box. Also hier wieder die vier Jungs und das Ganze dann in schwarz-weiß und rot. Auf der Seite Viva Lebenslang plus Katalognummer. Und auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben hier 14 Stück mit dabei. Beteiligte und Barcode. Das Album gibt es natürlich auch regulär, also ohne Box zu kaufen, nur die CD. Das Booklet. Hier haben wir einen roten Stern auf weißem Untergrund. So, jawohl. Wir haben hier einmal die Tracklist nacheinander abgehandelt mit den Lyrics. Bedeutet, pro Seite gibt es hier einen Song samt Lyrics. Wunderbar. Dann gibt es ein Bandfoto, doppelseitig, weitere Lyrics. Und so zieht sich das durch. Also alle 14 Stück hier abgetippt. Dann haben wir hier eine Danksagung der einzelnen Bandmitglieder, aber natürlich auch der Band an sich. Und dann gibt es hier auch noch die Credits zum Album. Gut. Dann hier noch ein Foto in schwarz-rot. Wir packen das Booklet wieder zurück und kommen zur CD.
Auch hier wieder der große rote Stern, darüber der Bandname Viva und Lebenslang. Und hier der Rest der Band. So, das war's zum Album. Aber wir haben das Album hier nicht nur auf CD, sondern wir haben hier auch so eine Downloadkarte. Ich war jetzt nur etwas verwirrt, denn ich glaube damals bei der Abbildung, bei den Fotos vorab vom Boxinhalt, hat das eher so ausgesehen wie so eine Scheckkarte, wie so eine Kreditkarte. Hier in diesem Fall ist es jetzt so eine, ja, so eine Papierkarte geworden. Viva Download Card, Infos, siehe Rückseite. Also das wird dann wohl der Code sein zum Einlösen. Kostenloser Download-Code für Bonussong, Sommer unseres Lebens. Bonussong, Wo bist du jetzt? Und Bonussong, Viva la Familia. Ah, okay, das ist scheinbar gar nicht der digitale Download für das Album, sondern es sind diese drei Songs. Okay, verstehe. Hier kann man es dann einlösen auf der Website. Kenne mich aus. Also drei Bonus-Tracks, damit kommen wir dann auf insgesamt 17. Die gibt es hier nochmal obendrauf in digitaler Variante. Dann haben wir einen Sticker, der ist im Querformat in Rot und Weiß gehalten. Also klassisch der Bandname hier Viva. Eine Schlüsselkette. Und zwar haben wir hier eine ziemlich große Glieder hier an dieser Kette. An beiden Seiten einen Karabiner, der eine etwas größer als der andere. Und hier dann noch so ein Zwischenelement, auch aus, was ist das? Aus Kunststoff in diesem Fall, mit dem Viva-Schriftzug. Also beidseitig hier gebrandet. So sieht er aus. Und dann kann man hier entsprechend, je nachdem, seinen Schlüssel, seine Geldbörse oder was auch immer man möchte, anhängen. Oder man trägt sie einfach so als Accessoire an der Hose dazu. So, eine Autogrammkarte ist mit dabei. Hier wieder alle vier Herrschaften abgebildet und die haben hier auch mit schwarzem Stift hier unterschrieben. Also das ist auf jeden Fall original unterschrieben und nicht aufgedruckt. Auf der Rückseite im Postkartendesign. Also die Autogrammkarte im Querformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier noch eine Fahne mit dabei. So, dann machen wir die mal auf. Ja, also, wie zu erwarten, natürlich auch die Fahne hier wieder in Rot und Weiß. Wir haben hier riesengroß in der Mitte den Schriftzug Viva, darunter dann wieder den Albumtitel. Man kann das halbwegs erkennen. So, Lebenslang, genau. Ansonsten steht hier nichts mehr drauf. Die Rückseite, ja, ist genauso bedruckt, nur eben verkehrt rum. Und wir haben dann hier vier Metallösen, also wirklich in jeder einzelnen Ecke. 1, 2, 3, 4 haben wir hier diese Metallösen. Bedeutet, man kann dann hier wirklich auch ein Seil, eine Schnur durchführen, um das Ganze entsprechend aufzuhängen, wie es sich für eine Fahne gehört. Und jetzt schauen wir noch, ob wir hier irgendwo, nein, okay, kann ich nicht entdecken, irgendwie so einen kleinen Zettel, woher das kommt oder was das ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier aus, ich glaube, Polyester sind diese Fahnen immer. Oder Acryl, ja. So, nein, Polyester, glaube ich, ist es. Und dann haben wir hier dann auch noch auf der Rückseite die Ecken entsprechend verstärkt. Also hier an allen Ecken nochmal so eine weiße Zwischensicht hier verstärkt, die auch hier diesen Ring etwas stabiler hält. Okay, dann packen wir die Fahne wieder zusammen und schauen, ob wir die halbwegs zusammenlegen können. Ja, ich werde jetzt nicht an den Faltlinien zusammenlegen, oder? Wobei, bietet sich eigentlich an. Ja, haut hin. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne. Dann haben wir hier die Autogrammkarte im Querformat mit allen vier Unterschriften der Bandmitglieder. Den Sticker, der ist ebenfalls im Querformat. Dann diese Downloadkarte hier, der Downloadcode für die drei Bonustracks. Die Schlüsselkette mit dem gebrandeten Zwischenteil hier mit den zwei Karabinern. Und natürlich das Album an sich lebenslang mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl. Das alles.
in dieser wunderbaren Box Lebenslang von Viva. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Viva unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.